So, hallo, wir machen weiter. Bei Kirby, wir müssen hier in diesem Level, nachdem ich euch im letzten Part eher dann Secrets gezeigt habe, noch Missionen erfüllen. Und zwar mit dem Ring den Federtypen-Boss besiegen. Und wir müssen versteckte Ziele finden. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen, aber ich bin sicher, wir werden sie finden. Also gut Augen und Ohren offen halten, wobei Ohren bringen da nicht viel, nach versteckten Zielen. So, den Schusstyp haben wir, ab hier bekommt man ihn. Aber wo sind die versteckten Ziele? Aber wo sind die versteckten Ziele? Ich frage mich echt, ob ich einfach komplett blind gewesen bin. Oh mein Gott. Okay, jetzt wo ich weiß, dass ich sie suchen muss. Ja, Nummer 2 von 3. Oh, das zählt jetzt als 1 von 3? Hä? Ach, weil die muss man am Stück machen, oder wie? Das heißt, das erste zählt noch nicht, was ich gefunden habe. Das muss ich nochmal machen. Okay. Ja gut, ist verständlich. Kann man so akzeptieren. Das war hier irgendwo. Genau, da. Da war ein verstecktes Ziel. Und dann muss irgendwo noch ein drittes sein. Wahrscheinlich auch wieder an der Stelle, wo man hochgeht. Okay, und jetzt wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann werde ich die schon sehen. Hier konnte man auch noch irgendwie hochgehen, aber okay, das... wobei, das war ja eine eigene Mission, den Typen abschießen. Ich glaube nicht, dass da auch noch das Ziel ist. Ich schätze eher weiter vorne. Ich schätze mal eher weiter vorne. Ich gehe mal hier hoch. Ja, jetzt geht die Kamera nämlich schon so komisch. Als ob da irgendwo was wäre, aber ich sehe von hier aus, sehe ich nicht. Oh, oh, Kamera. Nee. Nee, von hier aus habe ich nichts gesehen. Macht euch mal weg. Ich muss mich hier konzentrieren auf Ziele. Ich darf nur noch nicht den Boss auslösen. Ich muss noch einen Weg finden, zu dem Boss zu kommen. Ah, über den hier komme ich zum Boss. Okay, über diesen Sprung hier komme ich zum Ringboss. Mit dem Ring zum Ringboss. Mit dem. Ihr wisst, was ich meine. Oh, hier will ich eigentlich gar nicht hin. Zumindest nicht so. Okay, machen wir erstmal die Mission und dann suchen wir das letzte Ziel. Die Reihenfolge erscheint mir gerade sinnvoll. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ihr auch? Nice. Oh, sogar eine Kapsel. Sehr schön. Dann haben wir die Mission. Und dann holen wir uns die Kapsel. Und dann haben wir das auch. Okay, aber die war nicht schlecht versteckt. Also ich habe sie beim ersten Durchlauf nicht von selbst gefunden. Ich wusste zwar auch nicht, dass ich sie hier genau in dem Bereich suchen muss. Das war mir nicht, nicht bewusst in dem Sinne. Aber, ja, ne? Muss man schon sagen, nicht schlecht versteckt. So. Ja, also gut, die Schwierigkeit ist einfach die, mit dem Ring hier hinzukommen, der Kampf selber. Der Kampf selber ist ja super easy. Sehr schön. Nehmen wir die Kapsel auch noch mit. Prima. Und dann gehen wir jetzt wieder ins Ziel zurück, weil sonst wird es ja nicht gespeichert. Oh. Ach, sehen. Ach, das ist cool. Man wechselt jetzt einfach. Ich habe jetzt den Schuss nicht mehr. Ich habe jetzt einfach gewechselt. Das ist auch nicht schlecht.
Ah, die haben wir schon, ja. Aber gibt da nochmal Geld. Auch in Ordnung. Hui. Oder würde mich was interessieren? Kann der Wind auch die... Oh, das würde mich sehr interessieren sogar. Kann dieser Wind auch die Haufen wegmachen? Oder brauche ich dafür wirklich den... den Ventilator? Nicht Ventilator, den, weißt du schon. Den Ringstopfer. Mensch, Skinner. So. Das reicht nicht. Okay, das geht nur mit dem Ringstopfer. Okay, interessant zu wissen. Oh, das könnte auch jetzt problematisch werden. Okay. Wehgetan. So. Ab nach oben. Wir haben alles, was wir wollten. Sehr schön. Dann ab ins Level 2. Jawoll. Jawoll. Ab dafür. Hui. Nice. So, jetzt aber auf der Suche nach der... Oh, das gibt wieder viele Wotteldies hier. Hier gibt es wieder richtig viele Wotteldies. Eieiei. Und ein Bumerang am Anfang. Die Frage ist, will ich den... Erstmal nicht. Aber, also diese Art von Secrets, die motivieren halt dafür dann richtig auch, sich wirklich enorm umzugucken, was ich gut finde, ne? So, man wird halt wirklich belohnt, auch an den komischsten Orten nachzuschauen meistens. Das ist dann schon ganz cool. Hier kann man bestimmt... Okay, da gibt es einfach eine Kapsel. Hinter der Snake. Ja, diese ganze Pampe, das erinnert mich voll an so... Dings... hier, weißt du schon. An... Sunshine. Ob wir hier noch das Wasserviech bekommen? Okay, hier kann ich auf jeden Fall rein zu der Schlange. Bewacht wieder irgendwas. Da kann man rein diesmal. Ah, hier gibt es einen Waddle Dee. Und aufs Maul gibt es hier auch. Ui. Oh, hier gibt es auch einen schlafenden Kirby wieder. Ich glaube, der... Ich will es nochmal kurz testen. Ich glaube, da heilt man sich, wenn man den einsetzt. Kann das sein? Wir lassen uns mal kurz treffen. Und dann holen wir uns mal kurz die Fähigkeit. Und ich glaube, dann heilt man sich, wenn man den einsetzt. Ja. Ach, lol. Das war eine... Yo. 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 Wenn ich das nicht gemacht... Oh, jetzt ist der Wind weg. Egal. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die Mission... Oh mein Gott, hätte ich mich wieder geärgert. Oh. Ey, ja, voll gut, das als Mission mitzunehmen. Oha, was bist du? Du bist super ekelhaft. Wenn ich dich kaputt mache... Aua. Oh mein Gott, der macht den Quatsch hier. Wenn ich dich kaputt mache...
Werden wir dann hier das Zeug los? Kann ich das hier auch einsaugen? Komische Pampe. Freund. Okay, so scheinbar nicht. Okay, ich brauche eine Fähigkeit. Ich brauche eine Fähigkeit. Ich will gegen den Typ kämpfen. Das kann doch nicht sein, dass der unbesiegbar ist, oder? Es gibt doch bestimmt eine Mission, den zu erledigen. Okay, jetzt habe ich aber allerdings alles kaputt. Ne, habe ich den Typ am Anfang kaputt gemacht? Den Boomerang am Anfang? Ich glaube, den bin ich einfach übersprungen. Kann das sein? Habe ich am Anfang den Boomerang kaputt gemacht? Das ist die Frage. Ich glaube, ich habe ihn überflogen. Yes! Dann gucken wir mal, ob ich dieses Viech angreifen kann irgendwie. Weiß es ja nicht. Kann ja sein. Wäre cool, wenn es gehen würde. Hätte schon was. Na du? Okay, nee. Nee, juckt ihn alles nicht. Okay, dann kann ich aktuell nichts gegen dich tun. Na gut, es war ein Versuch. So. Tschüssi. Bin gespannt, ob wir in der Wüste auch eine Fata Morgana sehen werden. Würde es sicher anbieten. Bin ich dumm, ey. Gibt's einfach eine Kaps. Oh. Alles wegmachen. So. Kapsel! Da kann ich den auch einsaugen eigentlich? Ist das eine Fähigkeit? Na, so schon mal nicht. Ah, Mist! Ah, okay, das war zu viel. Egal, wahrscheinlich kann ich den nicht einsaugen, oder ist der Typ wieder? Nee, ich kann gegen den scheinbar nichts unternehmen. Hier kann ich hoch. Okay. Oh, optionale Sachen. Sehr gut. Nummer 2. Sind ja eh 5 Stück, also das Level ist ziemlich groß wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Ich hätte bisher gerade gar nicht gewusst, warum ich das will, aber... Oh, ich sehe, warum ich das will. Das ist eine Verwandlung. Aha. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt Dinge verpasst, übrigens. Ich glaube, ich habe jetzt Dinge verpasst. Ich wollte eigentlich noch nicht den Abschnitt da oben verlassen. Scheiße. Ja, ich wollte den Abschnitt eigentlich noch nicht verlassen, aber ist okay. Es ist okay. Es ist auf jeden Fall Nummer 3, okay.
Oh, ich kann noch mal zurück. Ups. Aber er wird schon passen. Ich werde schon nichts verpasst haben. Das wäre sonst ein bisschen gemein. Okay, das wollte ich jetzt wissen, ob ich unter dem durch kann. Ob das auch... Okay, ich kann da nicht runter durch. Also selbst im Boden ist dieses Zeug giftig. Sehe ich das richtig? Okay. Strange, aber in Ordnung. Aber da muss ich jetzt durch. Ja, wie? Wait, what? Okay, da muss ich das Zeug irgendwie wegbekommen. Ich kann unter ihm durch. Aber das war... Aha! Da ist meine Wasserfähigkeit, die ich gemeint habe. Okay, dann wollen wir... erstmal hier lang. Mach dich weg. Jawohl. Oh, zwei muss ich besiegen. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall den Weg finden, den anderen auch zu besiegen. Okay. Ach so, der Schalt ist dafür da, falls man den Maulwurf verliert. Ja, er gibt natürlich... Oh mein Gott, was tue ich? Wo bin ich? Ach, hier oben. Oh, Bob. Oh, boy. Ich verpasse alles. No. Nein, die Fähigkeit ist weg. Ich verpasse alles. Oh mein Gott. Aber ich wette, das sind nur Münzen, die ich verpasst habe. Oh, scheiße. Da wären Kristalle gewesen. Kommt, geht es jetzt wieder von vorne los? Ja, das habe ich ja super gemacht. Okay, von vorne. Gut, das muss man erstmal wissen. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir die zwei, die wir vorher nicht bekommen haben. Jetzt holen wir uns noch die, die wir schon bekommen haben. So. Fehlt nur noch der letzte. Yay! Bottle die Nummer, ich glaube, 4. Oh, lol. Das war sogar eine Mission, den zu öffnen. Sehr gut. Das heißt, wir haben alle Missionen. Ne, eine Mission, doch, alle, wir haben alle Missionen. Also, wir wissen alle Missionen. Ich muss jetzt noch einen Weg finden, einen von diesen Viechern zu besiegen. Und einen Bottle die noch finden. Aber das sollte doch alles hinzukriegen sein. Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich mit dem Wasser hier hochkomme. Das erscheint mir nicht so. Deswegen suche ich mal hier oben auch nochmal so ein Wasserding. Hier kann ich auf jeden Fall buddeln. Jawohl. Hier kommt safe jetzt irgend so ein Wasserhahn noch zum Vorschein. Ach, oder der wird einfach hochgeschoben. Na, so geht das auch. Na, so geht das auch, ne? Dann kann ich jetzt auch problemlos besiegen. Aha. Nummer 2 ist down. Und da ist auch noch der Bottle-Dee. Oh mein Gott, wir haben alles. Wir haben alles, bis auf die... Ne, wir haben alles. Wir haben alles. Das heißt, da oben kann jetzt auch nur noch das Ziel kommen. Außer es gäbe noch ein Secret, was ich nicht kenne, aber... Erscheint mir jetzt hier nicht so, wenn hier noch irgendwo ein Secret wäre.
Nee. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt aber noch genug Zeit, um Schatzstraßen zu machen, die schon offen sind. Hui. Sehr gut. Let's go. Ambient Center, okay. Wieder ein Einkaufszentrum sozusagen. Und der nächste Schatzstraße geht auf. Die nächste. Und noch eine. Okay, jetzt haben wir ganz schön viele offen. Jetzt legen wir mal los damit. Also, hier haben wir eine. Zack. Spielzeughammer. Schlag die Nägel. Dann schlagen wir doch mal die Nägel. Klettertour auch. Oh, das sieht ja mal cool aus. Das ist cool. Das ist mal was ganz anderes, so von der Art her. Lol, das war's schon. Das war ja easy. Also auch die Zeit zu machen war easy. Sehr schön. Aber soll mir recht sein, wenn das so schnell geht. Aber war cool. Das sind schon mal coole Ideen, diese Schatzstraßen. Abwechslungsreich. Kolossalen Schwert. Oh. Okay. Das zweite Schwert wird jetzt geprüft. Wahrscheinlich wieder einfach Kampf, ne? Ja. Ja, let's go. Das war schon die erste Runde. Runde 2. Oh, die muss ich, okay. Sehr gut. Okay. Und ihr drei noch. Sehr gut. Und schon Bosskampf. Bosskampf. Oh, zwei. Okay. Nein, jetzt ist der... nein, die schützen sich gerade. Hilfe, hinterher. Sehr gut. Einfach drauf. Ohne Verluste. Okay. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Wie viel schneller muss ich werden? Ich war schon ziemlich schnell, finde ich. Scheiße. 4 Sekunden, okay, 4 Sekunden. 4 Sekunden schneller, okay. Okay, let's go. Ah, das ist ein schlechter Start. Ich musste einfach hinrennen. Dieses Aufladen brauche ich gar nicht machen.
weg mit euch. So. Und weg mit euch. Und zum Boss. Nein, 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 nein. Immer schön die Kollegen treffen. So, dann ist er nämlich schon down, der erste. Noch 10 Sekunden. Wird knapp, wird knapp, wird knapp. Jetzt macht er seinen scheiß Schild, ne? Komm schon. Nein, ich hab's versaut. Jetzt hätte ich ins Ziel gemusst. Oder? Ich glaube, ich bin wieder 6 Sekunden. Bin ich sogar langsamer gewesen? Ich bin langsamer gewesen. Oha. Okay, ich muss mir für den Endboss, muss ich mir was überlegen. Sheesh. Vielleicht doch öfter aufladen. Vielleicht doch öfter beim Boss am Ende aufladen. Und tschüss. 2:20, ich habe wieder 40 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, 2 Schläge und er ist einfach down. Oh mein Gott, das... Okay, durch das Schild schlagen macht die einfach komplett kaputt. Yo! Stabil. Durch das Schild schlagen macht die einfach kaputt. Okay, das wusste ich nicht. Sehr gut. Wieder was gelernt. So, was haben wir hier? Drachenfeuer. Oh, nice. Eine Mission, die das Drachenfeuer voraussetzt. Ach, ich Trottel. Man konnte die irgendwie beschleunigen, wenn man in der Kanone ist, habe ich gelesen. Das heißt, ich muss trotzdem möglichst schnell in die Kanone kommen. Wow, Bruder. Möglichst schnell in die Kanone kommen. Um die zu beschleunigen dann. Okay, wie lang ist das? Hilfe. Nein! Scheiße. Nein. Oh mein Gott, das war super knapp. Nein. Nein, ich schaff's nicht.
Nein! Okay. Okay, okay, I see. Ah, okay, einfach die Feuertaste nochmal drücken, dann beschleunigt das die Dings. Got it. Aber jetzt kenne ich auch die Route, also... Jetzt kann da weniger Quatsch passieren. Also deutlich weniger Quatsch. Nein! Gefährlich nur, wenn ich springe und schieße. Weil ich dann diesen Move ausführe, den ich nicht ausführen will. Den da! Weil das einfach... Oh mein Gott. Völlig unkontrollierbar ist. Nein! Nein, ich schaff's wieder nicht. Nein. Nein. Okay, ich schaff's. Die Frage ist nur, schaffe ich auch die Zeit, die verlangt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt, wie lange ich brauchen darf. Mist. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Okay. Basira spielt Fortnite. Nein! Wobei, wahrscheinlich soll ich das sogar hier über das Eis machen. Keine Ahnung. Aber das ist so unkontrollierbar nach einer Weile. Okay, sehr gut. Da lasse ich mich diesmal nicht treffen. Sehr schön. Nee, jetzt macht er die Kacke wieder. Nein! Hör auf! Na, oh, ich... Jetzt kommt wieder dieses Räumliche. Dass ich nicht abschätzen kann, ob ich oben lande oder nicht. Meine Güte, kann doch nicht wahr sein. Oh, warte, hier kann ich das auch einsetzen. Ist das schneller? Bisschen. So ist es eigentlich ganz gut. Also so sind wir doch jetzt zeitlich eigentlich ganz gut beisammen. Hätte ich gesagt. Über da. Nein! Hör auf, dich treffen zu lassen. Okay, und jetzt... Na, mein Gott, ich... Ja, ich komme nicht hoch wieder. Ja, ist doch scheiße. Jetzt hätte ich übrigens schon längst hochgemusst. Oh, mein Gott. Also schneller als 1,25 kann ich hier nicht starten. Aber wahrscheinlich muss ich die ganze Zeit den hier machen. Scheiße. Oh mein Gott. Wahrscheinlich nicht so darunter. Ja, 1,25 bleibt 1,25.
Ach komm, ach komm. Hallo? Jetzt bin ich wieder zu weit unten. Ey. Ich könnte ja auch direkt hier rüber. Und den da hinten so mitnehmen. Ja, ja, weiß. Okay. Ja, geil. Das hat es auf jeden Fall richtig gebracht. Aber ist das schneller, um die Ecke da rumzugehen? Könnte, ne? Scheiße. Mann! Jetzt habe ich das Feuer nicht gestartet. Das war... Okay, ich dachte, ich wäre schief oder so, aber hat gepasst. So. Ich bin... Nein! Ich bin schon wieder zu weit unten. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Wenn man einmal runterfällt, ist vorbei. Oh... Das ist mal wieder eine richtig schwierige Zeitmission. Ey, wieso? Ich bin doch gesprungen. Das Gefühl, ich bin irgendwie zu schief, aber es hat gepasst scheinbar. Okay. Wow, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt schön vorsichtig. Gerade durch. Okay.
Nicht runterfallen. Wir sind ganz gut in der Zeit. Problem ist nur, ich muss jetzt noch warten, bis die Dings nachkommt. Ja, toll. Jetzt hätte ich durchgemusst. Jetzt hätte ich durchgemusst. Ach, das ist doch kacke. Noch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller noch. Boah, das ist echt knapp. Während das mit dem Hammer super einfach war, ist das halt wieder super knapp. Wahrscheinlich wirklich so oft es geht, die Geschichte hier einsetzen. Ja, Problem ist nur, dass ich dann halt das Gefühl habe, dass ich irgendwie runterknalle nach einer Weile. Scheiße. Ja, jetzt bin ich unten. Jetzt bin ich einfach runter. Ach, Mann. Plötzlich ist man drunter. Ey, das verstehe ich nicht. Oh, ich bin zu hoch. Ja, geil. Also zweimal hier ist ungünstig. Ah, ist egal. 1,2489 kann man schon noch nehmen. Scheiße, jetzt habe ich den da hinten nicht mitgenommen. Ach, ist doch schon wieder Müll. Nein, ist... Ja, wobei, kriege ich das... Also, wenn ich hier auch schon was sparen könnte an Zeit, wäre es natürlich cool. Ja, aber dann muss ich halt dann auch die dumme Kanone treffen. Jetzt hat nichts gespart bisher, weil ich halt nicht schnell genug in die Kanone komme. Weil ich den Müll halt einfach nicht treffe. Ich bin, glaube ich, viel zu langsam. Jetzt falle ich wahrscheinlich eh gleich runter. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wie ich da runter segeln kann. Irgendwas kapiere ich da noch nicht so ganz. Irgendwas kapiere ich da noch nicht so ganz. Weil manchmal klappt es und manchmal segle ich einfach plötzlich runter. Gefährlich. Weiß nicht, ob das jetzt noch gut ist. Ich glaube nicht. Jetzt bin ich eh... Ach, komm.
Okay. Nein, jetzt... Schaffe ich nicht rechtzeitig. Nee, weil halt die Dings nicht nach... Nee. Jetzt hätte ich reingemusst. Ich weiß nicht, warum er jetzt nochmal einen gemacht hat. Ich wollte nicht nochmal einen machen. Ah, wir lassen das für den Part, glaube ich. Ich mache es jetzt noch einmal und dann lasse ich es. Das machen wir wann anders. Ich will weiterkommen. Nein! Ja, kann ich knicken, aber es war gut bis dahin. Aber ich verstehe nicht, mal landet man da unten, mal nicht. Wieso kann ich das denn nicht vernünftig koordinieren? Wieso bin ich denn da wieder zu unfähig für? Nicht wahr. Wie lange habt ihr für die Mission gebraucht? War die für euch auch problematisch oder bin ich nur wieder der Depp? Jetzt bin ich schon wieder zu weit unten. Nee, Leute. Wir machen das beim nächsten... Nicht... Wir machen das mal anders. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.